Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Mein Name ist Sirius und jetzt geht's weiter mit Let's Play Far Cry 3. Mal gucken, wo uns heute unser Weg so hinführt. Gucken, ob Dennis nochmal mit mir spricht oder generell, was sich hier noch Geheimnisvolles so tun wird. Sollen wir laufen? Ja, wir haben es eilig. Ja, cooler Ort. Schade, dass wir hier nicht noch mehr Zeit verbringen. Dennis? Jason! Du willst uns schon verlassen? Dennis, ich... Hast du viel zu tun für Sidra? Wir sind gar nicht so verschieden, du und ich. Ich war einst ein Einwanderer in den Vereinigten Staaten. Ich habe in einer Autowerkstatt gearbeitet. Die lachten über meinen Akzent. Und der Besitzer wollte mir weniger bezahlen als den anderen Mechanikern, die weniger drauf hatten. Mir, der aufwuchs unter den Generälen von Liberia. Die wollten mich unterbuttern. Aber ich weiß, wer ich bin. Sieh mich jetzt an. Sidra. Sie hat mich befreit. Sie ist bei mir. Viel Glück bei deinem Schicksal. Ich meine, deiner Mission. Ja. Diese Flasche ist leer. Ich brauche eine neue. Bitte. Schnell. Dennis hat gerade dieselbe Farbe angenommen wie die Wand. Okay, na das war ja schon vorher ziemlich klar, eigentlich von Anfang an, weil Dennis das erste Mal getroffen haben, dass er da verliebt in Sidra ist, oder? Weil da hat er mal sowas gesagt wie, ich könnte hier jeder haben, aber ja, ich will nur zu einer oder irgendwie so ein Spruch da. Direkt am Anfang, ihr wisst schon, wo er gesagt hat, ich gebe dir Geld für Waffen. Eine meiner Lieblingsszenen im Übrigen im Spiel. So, wollen wir mal gucken, wo müssen wir hin, meine Freunde, wo müssen wir hin? Bin ich blind? Ah da, ja, blind. So, Dr. Earnhardts Haus, da waren wir schon lange nicht mehr, oder? Geiler Part, ich glaube, heute werden wir viel Story sehen, das freut mich natürlich. Generell, wenn ihr das selber spielt, sag ich jetzt mal, dann könnt ihr natürlich diese ganzen Punkte hier alle freispielen und so und hier überall, wo ihr bisher schon gewesen seid, die ganzen Brückenkontrolle hier, alles diese ganzen Punkte einnehmen und so, Breakpoint-Dogs und was weiß ich, die Funktürme alles machen. Das macht man natürlich, dadurch ist das Spiel viel, viel länger und man hat viel, viel mehr Shooter-Parts. Ich habe mir ja vorgenommen, dieses Let's Play einigermaßen zügig durchzuziehen und deshalb verfolge ich ja fast nur die Storyline und ich glaube, das ist bei einem Let's Play auch so in der Form dann ganz interessant. Hoffe ich auf jeden Fall. Deshalb jetzt geht's ab zu Dr. Earnhardt. So, Schnellreise. Hier, los, mach. Es geht nicht. Jetzt. Los geht's. Ja, natürlich. Schnellreise zu diesem Ort. Okay. Ach, ja, ja, ja. Meine Güte, haben wir schon viele Folgen, oder? Unglaublich. Ich soll anscheinend raus, oder? Ist ja egal, ich rüste mal eben hier Munition auf. Hier wollte ich mich immer schon umsehen. Das habe ich schon so lange bemerkt. Das hier. Ach, das ist Geld. Ach nein, Mann. Ich habe gedacht, das wäre irgendwie so eine Info. Warum der Doc hier so ein Kinderzimmer hat, irgendwas. Der ist schon ein bisschen gruselig, oder?
Finde ich jetzt jedenfalls. Aber wahrscheinlich bin ich auch nur so ein Softie. Nicht wie ihr, so harte Shooter-Spiele. Okay, gucken wir mal, wo wir hin müssen. Ach, wir müssen wahrscheinlich runter in die Höhle, oder? Wo war nochmal der Weg zur Höhle? Gab es hier nicht irgendwie so einen Weg runter oder was? Ja, hier so ein. Ein Schnellreiseweg sozusagen. Gucken, was meine Freundin sozusagen hat. Ich habe ja jetzt mit Citra geschlafen. Bist du okay? Alles gut. Gut, das Boot ist fast fertig. Wir können bald heim. Ich komme nicht mit. Was? Was redest du denn da? Ich habe meinen Platz gefunden. Hier, auf dieser Insel. Jason, ist das dein Ernst? Lisa. Ich will nur verstehen, was hier läuft. Zum ersten Mal weiß ich genau, was ich will. Das werde ich nicht so einfach loslassen. Du bist jetzt erwachsen. Darauf habe ich so lange gewartet und... Nun verlässt du mich. Mach's gut, Lisa. Lisa, lass ihn gehen. Hör, die Weiber lecken rum. Ah, nee, doch nicht. Die trösten sich. Entschuldigung. Ich hab jetzt... das war jetzt ein Versehen. Ich hab... Da, ja. Okay. So, ihr wisst ja... Da schon wieder. Ah, nee, doch nicht. Ihr wisst ja, was ich immer mache. Kann man eigentlich mit denen quatschen? Oder ist das, sind die alle so teilnahmslos? Doch, kann man. Aber was soll ich hier machen? Viel Glück an der Wall Street. Die Show geht weiter. Hey, bleib stark. Ja. Ja, okay, man kann halt ein bisschen mit denen reden, das finde ich okay. Wir reden dann später. Ja, wir reden später. Komm, Alter, was ist los? Olli. Hey! Leute, hört auf rumzustressen. Der gute Olli bleibt nämlich beim Dr. E. Du musst wieder zurück. Warum? Du weißt doch, um es meiner Mom zu erklären. Fuck. Geht klar. Verstehe. Ich sag's ja. Hau rein, Alter. Pass auf dich auf. Klar? Du auch. Wir reden dann später. Ah, nur die Rummachtusen wieder nicht. Naja, ist klar. Aber wisst ihr, was wir immer machen? Und wer ist von euch Insider? Wisst ihr, was wir immer machen, wenn wir hier in der Höhle sind? Genau. Und ihr wisst, Drogen sind schlecht. Bitte nehmt keine Drogen. Außer in Videospielen. Vielleicht. Sieht ein bisschen wirklich so aus, wie ich tanze. Nach dem 20. Jägermeister. Red Bull. Yeah! Wir müssen weg! Uns muss man treffen!
Tür aufhalten! Yo, Jason, los! Steig ein! Geh zu! Musstest du ihn denn so feste Ball? Klar, musste ich. Absolut. Ich hab einen Fressflash, Mann. Ich brauch nur noch ein cooles Tattoo und die Reise war perfekt. Suchst du nach Yantra-Tattoos? Ja. Könnte ein super Typ bei der Siam BTS Station. Oh, hey. Übrigens, das ist Doug. Er ist DJ und echt voll in Ordnung. Hey, Doug. Hey, Doug. Jason sagt, ihr macht so eine Asientour. Ja, Bangkok ist unser letzter Stopp. Gute Wahl. Das Beste immer zum Schluss. Genau. So ist es. Und habt ihr sonst noch irgendwelche Pläne? Wir gucken einfach, wohin es uns verschlägt. Okay. Ihr habt doch Kohle. Kohle, oder? Ja, habt ihr genug, um ein Boot zu chartern? Der Typ, ja. Ich kenne so eine Insel. Könnt ihr alles machen. Wow. Na gut, also, wie wär's mit was Extremem? Fallschirmspringen? Geil. Nehmt einen Flieger und springt über der Insel ab. Das klingt doch mal super. Blind springen? Echt riskant. Ach, na komm. Ja, doch, ist riskant. Reisen. Ihr könnt morgen los. Ach komm, babe. Warum bist du denn so ein Weichei? Hey, Lisa, das wäre perfekt. Das müssen wir einfach tun. Wir sind dabei. Also, wo ist die Insel? Boah, der Penner ist es eigentlich in Schuld, dass wir hier sind. Den haben wir aber noch nicht gesehen. Vielleicht treffen wir den im Spiel noch wieder, oder? Den guten alten DJ. Und wieso ist überhaupt was schon tot, Mensch? Ich glaube, mir geht's nicht so gut heute Morgen. Ich frage mich immer, was ist los, wenn ich direkt danach nochmal die Pillen nehme? Ich weiß es nicht. Wir gucken beim nächsten Mal, wie es da weitergeht. Eigentlich haben wir es ja danach schon erlebt. Danach springen wir eigentlich auch schon, oder? Boah, guck mal, ich habe 6 neue Fähigkeitspunkte. Das mache ich auch noch. Ja. So. Foto von der Ex, ihr wisst schon. Noch ebenso. Als Erinnerung. Das war hart. Härter, als ich gedacht habe. Okay, egal, weitermachen. Gut. Agent Willis. Gott, Agent Willis. Ich fand Dennis ja wirklich bedeutend cooler als Agent Willis, oder? Naja. Komm, ich flieg eine Runde mit dem Gleitschirm. Habt ihr euch verdient. Nee, ist halt. Natürlich Quatsch, wo ist eigentlich der Dog? Der alte Penner. Dog? Nur Medizin, aber ich bin voll ausgerüstet. Sonst irgendwas? Andere Pillen? Nee. Der Dog ist nicht da. Ich sag jedes Mal schade, dass es nicht Tag ist, oder? Das ist irgendwie... Die wollen mich doch hier verarschen, dass ich immer nur nachts fliegen darf. Los geht's. Oder gibt's irgendwo mal was Interessantes? Viele Leute wollten ja gerne, dass ich einen Hai töte. Haie. Wo geht's? Gibt's hier Haie? Wo bin ich denn überhaupt? Ach doch, da. Also hier, ja, so rechts rüber gibt's Haie. Soll ich das für euch machen? Heute? Gibt's hier nicht Haie dann sogar? Muss es hier nicht Haie geben? Ich sehe keinen Hai. Aber es gibt auch Rochen. Ich ziehe mal ein bisschen höher. Nicht, dass ich mitten in den Hai reinstürze. Ich lande mal da auf der kleinen Insel. Versuche ich zumindest. Ich bin zu niedrig. Zieh mal höher. Es geht leider nicht. Leck mich fett. Können auch mal ein paar neue Sprüche lernen. Obwohl ich das ganz gut finde mit dem Fluchen. Okay, da sind wir. Keine Haie in Sicht, meine Freunde. Na, hier sind überall Haie. Okay. Ich erkunde mal ein bisschen die Insel. Das ist natürlich jetzt sowas. Oh.
Mein Timer klingelt. Viertelstunde ist rum. Schade. Nee, ich mach's noch. Ich mach das hier noch ein bisschen. Das ist natürlich sowas, wie man das Spiel eigentlich noch mehr spielen würde für sich selber. Was ist das für ein Fauchen? Wieder so eine miese Scheißschlange oder was? Also, dass man wesentlich mehr beobachtet, entdeckt, rumläuft. Also ich wette, hier gibt es noch 2 Millionen Easter Eggs. Ich habe ja auch diese beiden Bonusmissionen, die ich noch anwählen kann. Die standen bisher einfach noch nicht zum Download bereit, also. Und jetzt sind die eben da. Gucken, wie könnte ich eigentlich, kann ich das mal einlösen. Gucken, ob die sich noch hier gut integrieren. Achso, hier gab es die Frage, kann man die Taschenlampe an- und ausschalten? Nee, die schaltet sich automatisch an- und aus. Ich weiß nicht, ob es in den Menüs gibt. Ich glaube nicht. So ein Relikt gesammelt. Guck mal, von den Relikt gibt es ja, glaube ich, auch irgendwie 120 Stück oder so. Und ich habe 5 oder was weiß ich. Hey, geht auch. Was hier? Das ist doch eine Kiste hinter, oder was? Ach, guck mal, ganz tricky. Ganz neuer Trick gelernt. Kaurischnecken. Braucht auch kein Schwein. So, okay, ist schon Tag geworden? Nee, immer noch nicht. Aber es wird heller. Überall alle Pflanzen. Guck mal, hier liegt doch was. Check nochmal die Karte für euch, aber wir sind richtig. Okay, auf der anderen Seite gibt's Haie. Soll ich einmal um die Insel rumdüsen? Ja, vielleicht gibt's hier auch schon Haie, das weiß man nicht. Los geht's. Ich habe ja jetzt so ein bisschen Schiss, muss ich gestehen, hier so. Wenn es hier wirklich Haie gibt, bin ich ziemlich der Arsch. Müsste man da nicht eine Haifischflosse sehen? Aber es könnte auch sein, dass diese unter Wasser sind. Ah, noch ein Stück. Ich meine, der Hai ist natürlich nicht genau da, wo der Hai auf der Karte ist, aber so vielleicht ist das hier irgendwie ein anderes Gewässer. Ich weiß auch gar nicht, könnte ich hier eigentlich unendlich weit fahren? Kann ich einfach nach hier rüberfahren und ist dann irgendwann das Spiel einfach zu Ende? Ich weiß, jetzt wollt ihr wieder alle, dass ich das mache, ich mach das aber nicht. Jetzt mache ich das schon mit dem Hai für euch. Ein altes Wrack. Oh, eine Schatzkiste. Ja, ja, ich kann nicht. Wahrscheinlich sterbe ich. Oh, guck mal, ein Rochen, wie geil. Oh nein, und Piraten. Unter Wasser sieht man leider nicht so gut im Meer. Und da sind auch Haie. Ganz viele Rochen, aber alle schwimmen von mir weg. Ah, da ist einer direkt vor uns. Eben auftauchen. Habt ihr einen Hai gesehen? Ich glaube, ich habe zwischendurch mal aus dem Augenwinkel einen Hai gesehen. Wie geil, oder? Wenn die so direkt unter dir her schwimmen. Fischschwarm. Oh, das sieht mir aus wie Haifischflosse, oder? Oder war das gerade die Flosse von einem Rochen, die da aus dem Rücken, aus dem Wasser raus geguckt hat? Quallen? Okay, ich befürchte, wir sehen heute doch kein Hai mehr, obwohl ich im Haigewässer bin. Im Haigewässer bin, was ist denn das für ein Satz? Heute besser Deutsch sprechen mit Sirius. Leider viel geschlagen.
Tja, okay, meine Freunde. Also hier sind heute leider nur Rochen am Start. Es ist trotzdem eine schöne Unterwasserwelt. Ich finde es schade, dass es so sehr unscharf ist, ja. Aber das ist wieder ganz gravierend, wenn man dann auftaucht, oder? Also die ganz nahen Sachen, die gehen? Nee, auch die gehen nicht. Aber wenn man wieder auftaucht, so zum Beispiel, dann ist es wieder total scharf, finde ich. Okay, leider kein Hai gesehen. Gucken wir mal, was demnächst so los sein wird. Ich verpiss mich hier mal, weil da kommen nämlich die Typen, die irgendwie Stress machen wollen. Ich sage auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video und haut rein.